So, diesmal anderer Start. Moin. Ich bin gerade auf dem Weg nach Bonn, einen Freund besuchen. Hinten habe ich die alte. Die alte CB ist inzwischen, sagen wir mal, fertig. Nicht fix und fertig, nicht alle Probleme sind gelöst, aber sie fährt. Die Pläne sind leicht geändert. Wir machen dann da eine Tour und dann geht es zum eigentlichen Ziel meiner Reise morgen früh nach Frankfurt zum Distinguished Gentleman's Ride. Dementsprechend auch ein wenig stilistisch, wie auch immer. Letztes Jahr gleiches Bike. Letztes Jahr allerdings Biker noch im Originalzustand, Baujahr 85. Jetzt sieht es wenigstens ein bisschen passender aus. Es geht ja darum, dass, wer noch nichts davon weiß, Link packe ich runter. Das ist eine weltweite Aktion. Auf der ganzen Welt fahren in allen größeren und kleinen Städten Biker. In Frankfurt sind es 340, glaube ich, aktuell angemeldet und sammeln Geld für Männergesundheit, für Vorsorge und Awareness bezüglich Prostatakrebs, Selbstmordprävention etc. Eine sehr gute Sache. Ich bin, wenn man so will, auch familiär betroffen. Dementsprechend mache ich da gerne mit. Es ist eine coole Aktion. Man sieht haufenweise geil umgebaute Motorräder. Es geht um die Gentlemen, das heißt klassische Bikes, alte Bikes, auf alt gemachte Bikes, umgebaute Bikes, alles Mögliche aus der Maker- und Custom-Szene. Ist eine coole Aktion, ohne Frage. Ursprünglich sollte der Kumpel auch mitkommen, der kann leider aus beruflichen Gründen nicht, hätte aber auch ein passendes Bike, was er selber umgebaut hat. Ihr werdet es nachher wahrscheinlich sehen. Dir auch. Das war dringend nötig.
mein Arsch. Super. Mal gucken, wie lange der Akku noch hält. Thank you.
das war es von diesem Jahr. Ich hoffe, es sind ein paar gute Bilder entstanden. Ich kann nur empfehlen, macht das auch. Sucht euch eins, ist bei euch garantiert in der Nähe. Ansonsten haut mich an, ich kann da sicherlich helfen. Der Rest feiert jetzt da hinten noch und ich habe ja noch einen längeren Weg nach Hause vor mir. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und auf bald.